Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie Brennpunkt eingeschaltet haben. Ja, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, also Leon Goretzka hat kürzlich gesagt, jetzt gibt es endlich wieder 82 Millionen Bundestrainer in Deutschland und nicht nur 82 Millionen Virologen. Ja, und heute habe ich mir so einen richtigen Profi eingeladen. Wir kennen uns sehr lange, Sie kennen ihn wahrscheinlich auch, Manni Schwabl, der Präsident von Unterhaching. Servus. Ja, Manni, wie schaut denn so die Zukunft aus, wenn wir mal nach vorne schauen mit Unterhaching? Naja, insgesamt hoffentlich positiv, das ist klar, aber ich habe es jetzt öfters betont schon, ich habe eigentlich noch nie so ein gutes Gefühl gehabt für den Verein, weil man lernt ja jedes Jahr weiter. Wir haben jetzt eine kleine Watschen gekriegt, auf Bayerisch sagen wir vielleicht ein Bockfutzen, aber manchmal schaut es nicht, wenn man vielleicht nochmal Ehrenrunden dreht, dann geht man nochmal in sich, analysiert nochmal alles und jetzt, glaube ich, sind wir schon wieder komplett auf dem Weg in die Zukunft und wir haben natürlich schon hoffentlich die richtigen Erkenntnisse gekriegt und dann die richtigen Schlüsse jetzt gezogen. Und dann, denke ich, können wir wieder angreifen. Und das sollte unser Motto sein. Und nicht jetzt ein Nachhaken, sondern noch positiv nach vorne. Wobei, das ist ja immer so ein duales System. Es gibt ja in Deutschland zwei Fußballvereine, die an der Börse sind. Borussia Dortmund und Unterhaching. Das finde ich ja super. Und was ja spannend war, gerade jetzt in Corona-Zeiten, die Einnahmen haben gefehlt. Logischerweise dann hat Haching also die erste Runde super gespielt und an der Rückrunde kommt er einmal vor, ja. Aber dennoch, die Aktie hat sich gut gehalten. Also das war wirklich, das war überraschend, weil man, da geht einem natürlich sehr viele Sachen durch den Kopf auch, weil das ist ja, man kann nicht immer nur vom Fußballverein sehen, ist ein mittelständisches Wirtschaftsunternehmen und wenn du an der Börse bist, bist du natürlich auch im Fokus, das ist klar, aber das wollte man ja auch. Aber es war schon spannend zu beobachten, dass trotzdem Abstieg, dass die Aktie sehr, sehr stabil ist. Und ich denke, dass das schon ein bisschen ein Vertrauen vor die Leute ist. Wir sind ja doch ein bisschen der etwas andere Verein, sehr bodenständig, sehr volksnah, sehr viel mit sozialen Themen auch, sehr viel für die Jugend. Mhm. Und ich glaube, dass unsere Anleger das honorieren. Und die sehen, glaube ich, das mittel- und langfristig, das sehe ich genauso. Und ich denke, das passt dann ganz gut zusammen. Und mir ist jetzt oft die Frage gestellt worden, war die Entscheidung richtig, an die Börse zu gehen? Ich sage definitiv, weil wir wollen miteinander nach vorn kommen, jeder soll mit anpacken und das tut sich bei uns natürlich auch in der Anlegerstruktur wiederfinden. Und wir haben immer gesagt, den einen großen wollen wir nicht, weil da bist du abhängig. Man sieht es in den heutigen Zeiten, da passieren ja Dinge, die für den Fußball nicht schön sind. Und deswegen, glaube ich, war die Entscheidung ganz, ganz richtig, uns breit aufzustellen. Ja, und es ist einfach, diese Kopflastigkeit ist nicht gegeben. Du hast ja viele, viele Aktionäre und Aktionärinnen. Ja, also ich bin ja auch Aktionär. Und ich bin immer happy. Da musst du deinen Kurs wissen, oder? Ja, ja. Liegt jetzt irgendwo bei 5,22, also was immer. Und das ist ja etwas Wunderbares. Aber jetzt einmal zurück. Du bist ja auch, sagen wir mal, der Pfeiler, ja, bei Unterhaching. Das ist dein Hobby, das ist deine Leidenschaft. Du hast auch persönlich, bist du engagiert, auch wirtschaftlich engagiert, aber du hast ja richtige Pläne. Also wenn man heute mal nach Haching schaut, da tut es ja was. Erzähl mal ein bisschen. Das ist ja nicht nur Fußball, sondern da passiert ja viel. Ihr habt ja Grundstücke jetzt. Was habt ihr denn da vor? Also, vielleicht kann ich mal ein bisschen auswählen. Du warst ja selber dabei, wo ich great geworden bin, 2012. Ja, aber nur die Rede gehalten vorher, vor dir. Ja, genau, sonst hätten wir wahrscheinlich nicht gewählt. Aber wir haben ja gar keinen anderen Kandidaten gehabt, weil der Engelbert Kupka, der hat mir direkt reingeschoben unter Anton Schuppen. Also sie haben gesagt, du magst es jetzt und fertig. Und in meiner Lebensplanung war eigentlich nie drin, dass ich Präsident vom Drittligisten wäre. Mir hat schon immer das Management in Fußballvereinen natürlich interessiert. Auch die wirtschaftlichen Themen, früher schon während der Zeit als Fußballer, hat mich immer schon beides interessiert, Sport und wirtschaftliche Themen. Der Uli ist ja da ein bisschen ein Vorbild oder ein sehr großes Vorbild, der hat ja das perfekt immer inszeniert und im Uli Kopf Hoeneß gehabt. Uli Hoeneß, ja, genau. Wirtschaftlich, sportlich, sozial, menschlich. So.
Aber irgendwann war ich da drin und habe gesagt, jetzt wird es lustig, jetzt müssen wir mal schauen, weil ich sage mal, Präsident vom Drittligisten, glaube ich, ist weniger schön wie Schatzmeister beim FC Bayern. Aber ist ja alles kein Wunschkonzert. Und dann habe ich mich da richtig reinbissen. Das war natürlich schon. Und du hast ja viel gelernt. Also, man lernt ja, ich hoffe, oder man immer, lernt immer, ja jeden Tag weiter. Ja, man muss auch hinschauen, man muss auch was aufnehmen. Ja. Und nicht nur meinen, man hat immer recht. Und ich glaube, jetzt sind wir auf einem ganz anderen Stand. Und im Laufe der Zeit hat sich immer mehr entwickelt, dass nicht nur das 11 gegen 11 am Fußballplatz entscheidend ist, sondern wir sind ein mittelständisches Wirtschaftsunternehmen. Und ganz klar ist das Ziel, uns breiter aufzustellen. Mhm. Haupteinnahmequelle oder Hauptthema muss sein, Hauptfokus, die Nachwuchsarbeit. Und das haben wir ja berühmt-berüchtigt. Das war ja bei meinen Vorgängern genau schon so. Wir haben es jetzt nochmal intensiver betrachtet, das Ganze. Dann finde ich, dass die Struktur und Infrastruktur immer wichtiger wird. Also es darf nicht so sein, dass nur wenn man in der ersten oder zweiten Liga, wo ja wirklich viel Fernsehgeld erzeugt werden, weil unterhalb der DFL ist ja Wüste, das muss man mal ganz klar sagen. Und da stimmt es im deutschen Fußballsystem überhaupt nicht. Aber momentan interessiert es noch keinen. Aber irgendwann werden alle aufwachen, weil Corona hat natürlich die Probleme noch viel mehr ans Oberwasser gebracht. Und ich sage mal, das breite Aufstehen, das glaube ich, ist der richtige Weg. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, das Nachwuchsthema noch intensiver zu betrachten. Und wir haben ja, glaube ich, ist der einzige Verein zur Maßgabe gemacht, 80-20. Das heißt, ich will einfach, oder wir haben es uns im Verein auferlegt, dass 80% aus dem eigenen Nachwuchs kommen müssen. Weil ich sage immer, warum sollen die eigenen schlechter sein? Ich muss nicht immer fremd irgendwo hinschauen. Mhm. Und dann hat man es ja in der eigenen Hand. Und wir haben ja sehr viele Beispiele, zum Beispiel jetzt aktuell mit Karim Adeyemi, das war ja ein bisschen der Hachenzögling, den haben wir ja mit 10 Jahren gekriegt. Ein richtiger Bazi, wenn man in Bayern sagt. Und jetzt sorgt er für Furore in der 21. Nationalmannschaft. Und der hat uns natürlich wirtschaftlich und vom Image wahnsinnig nach vorn gebracht. Und da hat man gesehen, wenn man die jungen Kerl am Anfang an die Hand nimmt, genau hinschaut, aber einmal Leitplanken setzt und einmal, dass sie mal eine auf den Deckel kriegen. Weil mir ist das immer im Fußball so, da meine ich immer, das ist, jeder meint, das geht von allein. Das funktioniert aber nicht. Ja. Das heißt, man muss die Jungs auch zu Persönlichkeiten erziehen. Und wenn ich heute her, nach der 21. Europameisterschaft, wenn ich dann mit dem DFB telefoniere, mit dem Stefan Kunz kommuniziere oder auch mit Salzburg, der Karim sticht nicht nur raus mit seiner sportlichen, überragenden Fähigkeit, sondern der ist bodenständig. Und das ist doch für Haching. Und da geht mir das Herz auf. Teil von dir mit drin. Also den hast du ja mit im Grunde auch aufgebaut. Und auch und ich meine, wenn er mal irgendwie in der Schule schwach war, dann hast du gleich gedroht, dass er nicht trainieren darf. Gell? Also. Warum meinst du, dass ich so graue Haare habe? Also ich habe zum Karim gesagt, die Hälfte sind dir geschuldet. Aber es hat sich ausgezahlt. Und wenn ich das Ergebnis dann sehe. Ja. Aber ich sage immer, ein Sportler, ein Leistungssportler, musst du parallel auch persönlich entwickeln. Das heißt, Schuhe ist wichtig, Ernährung ist wichtig. Ein neuer Schlaf, Regeneration, das Tempo im Fußball wird ja immer mehr und immer höher. Ja. Ich meine, wenn ich Spiele von uns früher anschaue, da, ich schaue es gar nicht an, weil du musst ja, schau mal, vom Tempo her, das wird ja immer athletischer. Ja. Und wenn ich mein Hobby zum Beruf machen will, dann muss ich alles reinschmeißen, aber muss auch gewisse Regularien einhalten. Ja. Und mir in Haching, du musst einfach Regeln aufstellen und ja. Ja, sonst geht's berüchtigte Rollkoffer-Mentalität gibt es halt bei uns. Rollkoffer gibt es nicht, Zopf gibt es nicht. Das brauchen wir jetzt gar nicht hoch aufhängen. Aber ich sage einmal gewisse Grundregeln, weil sonst macht jeder, sonst was er will. Und ich sage immer, wir sind nicht bei Wünsch dir was, sondern wenn du das erreichen willst, dann unterstützt dich der Verein mit allem, was wir haben. Aber ihr müsst das selber wollen, weil einen hintreiben müssen. Das endet im Chaos. Und das ist auch gut. Was ich so spannend finde, du bist ja schon auch, sagen wir mal, so ein Entdecker. Du hast ja schon viele Talente und Haching ist eine Schmiede für wirklich gute Fußball und ihr bringt ja die weiter. Das ist ja der umgekehrte Weg. Die großen Vereine zahlen also Millionen und zig Millionen für Spieler und dann irgendwie passen es trotzdem nicht in die Mannschaft. Sondern du hast ja auch so ein Gefühl, dass du sagst, ich forme die Mannschaft. Aber jetzt kommen wir mal zu deiner Mama. Deine Mama hat ja dich entdeckt. Und zwar, doch, kannst du dich noch erinnern? Du hast einmal gespielt und dann hat irgendwie gegen Bayern habt ihr gespielt. Ja? Ich weiß nicht, ob war das in München oder war es in Holzkirchen oder so. Und dann hat irgendwie einer gesagt, der Kleine da, der ist ja Wahnsinn. Ja? Also deine Mutter hat ja dir schon in die Wiege den Fußball reingelegt, oder? Also sie hat mir tatsächlich ins Kinderwagen am Fußball reingelegt, warum auch immer. Vielleicht hat es damals schon eine Intention oder eine Vision gehabt. Ja, ja. 2025 hat es wahrscheinlich damals schon gehabt. Ja, weil wenn ich nicht selber gespielt hätte, glaube ich,
kann man die Themen auch nicht so einschätzen, aber das war wirklich so, das war 1977, Fron Leichnam, ja. Und das katholische Holzkirchen natürlich, Fron Leichnamszug, aber ich habe natürlich nur im Kopf gehabt, weil wir haben am Nachmittag Freundschaftsspiel gegen den FC Bayern gehabt, genau an dem Fron Leichnamszug, aber da haben wir gedacht, das passt. Also unter Holzkirchen, oder? Genau, Holzkirchener Spieler gegen einen großen FC Bayern. Ich war natürlich nervös, aber natürlich der Papa, ich muss hinten nachlaufen vom Leichnamszug, und Mama hat irgendwann gesagt, da an der Abbiegung, jetzt gehst du raus, ich marschiere weiter und wir sehen uns später am Fußballplatz. Ich natürlich nauf nervös ohne Ende. Und dann tatsächlich war es so, ne, bin ich auch halt aufgefallen, nicht nur weil der Kleinste war, aber wahrscheinlich habe ich am Ball ein bisschen streicheln und getroffen. Und in der Zwischenzeit war der Papa dann am Fußballplatz, ja. Und der Trainer fragt genau meinen Papa, wer ist denn der Kleine da? Ja. Also so spielt sich das zusammen. Die wollten ja gleich mitkriegen, dass ich vom Fronleichnamszug ausgeschaltet bin. Zum Glück hat er das da nicht gewusst. Und später haben wir es ja mal erzählt. Und dann sagt er, ja, das ist mein Bub. Und dann hat sich das so entwickelt. Ich habe das nie im Kopf gehabt. Ich meine, das Fußball hat mich immer fasziniert. Also bei der Weltmeisterschaft 74 zum Beispiel. Ja. In Deutschland, wenn es zur Halbzeit 0-0 gestanden, dann bin ich hinausgegangen, ich war nervös ohne Ende, ich weiß auch nicht, warum ich das so drin gehabt habe. Und da ist die Karriere eigentlich losgegangen. Mhm. Und dann bin ich zu Bayern und ich habe halt gesagt, ich meine, so eine Karriere kannst du nicht planen, du kannst nicht immer alles reinschmeißen. Naja. Und da ich immer der Kleinste war, habe ich immer kämpfen müssen. Und da hat sich mein aber Kampfgeist natürlich auch entwickelt. Aber du warst der in der Schule gut. Du warst der clever. Sagst, genau, clever. Ja, genau, aber du warst... Also ich bin immer sehr, sehr gut durchgekommen. Ja. Und... wenn nicht, haben wir halt im Zug gelernt, weil wir sind von der Schule heim. Ja. Wir sind gar nicht bei der Haustür rein, Schülern sind Garten eingeschmissen und zum Fußballspielen gegangen. Und das war für uns normal. Aber damals hat es noch nicht so viel gegeben. Man muss auch die heutige Generation ein bisschen verstehen. Die haben wahnsinnig viele Nebenkriegsschauplätze. Die sozialen Medien und so weiter, das ist Fluch und Segen. Für uns hat es nichts anderes gegeben. Also man muss die Jungs an die Hand nehmen. Aber eins bleibt. Wenn ich Herz und Leidenschaft reinschmeiße, dann kann ich mein Ziel erreichen. Ja. Wenn ich meine, es geht alles von allein und immer alles andere schuld, wenn ich es nicht erreiche, dann werden sie es nicht schaffen. Und das hat sich halt natürlich, oder das kommt vielleicht unsere Talente jetzt entgegen bei Lernen, das immer erkläre, weil ich es selber erlebt habe. Mhm. Und durch das, wie gesagt, dass es immer geheißen hat, ja, der Kleine kommt nicht durch, aber von dem Jagen war ich der Einzige, wo auf einmal bei Mutter Latek dann im Kader gestanden ist. Ja. Jetzt kommen wir mal zum Aufbau jetzt der neuen Mannschaft. Du hast ja klares Ziel, also es ist also so kenne ich die. Also von der Regionalliga müsst du mal, glaube ich, in die dritte rauf. Ja? Und dann kann ich mich erinnern, du warst ja immer, Manni, du warst immer fixiert auf 2025, also 2023, 2025. Und da hast du immer gesagt, da wollen wir in der ersten Liga spielen. Und das traue dir auch zu. Das traue dir zu. Ja? Also in der ersten Liga habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, ich will. Da habe ich es so verstanden. Ja, du hast vielleicht nicht genau hingehört. Aber ist ja wurscht, man muss ja nicht über alles gleich interpretieren. Nein, du bist ja schon jemand, du hast schon viel in dir drin. Also die erste Liga, die tust bitte nicht aus dem Kopf raus. Nein, aber ich sage mal, Haching war ja schon mal dort. Aber man muss ja realistisch sein. Wir bauen jetzt das nochmal auf. Aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl für den Verein. Wir haben sehr, sehr viel vorbereitet schon. Wie gesagt, die Ehrenrunden, vielleicht haben wir das nochmal gebraucht, dass wir nochmal uns auf die ureigensten Stärken besinnen. Ja. Ich habe gesagt, 2025 beim Jubiläum, 100 Jahre Haching, soll der Verein eben sehr, sehr solider, auch wirtschaftlich solider, weil, wie gesagt, Corona hat das hervorgebracht. Es geht nicht nur um Sport. Die wirtschaftliche Stabilität, ich kann nicht immer noch von Schulden leben. Und weil du vorher angesprochen hast, die hohen Summen zahlen für Ablösen, da darf ich von den Aktionären wahrscheinlich oder auch von dir eine auf den Deckel kriegen. Die sind ja eingestiegen, dass wir ein bodenständiger Verein, der die Nachwuchsarbeit nach vorn treibt und dadurch Transfererlöse und dadurch eine wirtschaftliche Stabilität bringt. Das heißt, das sollte dann stehen mit 80% aus dem eigenen Nachwuchs, ein schönes Stadion, ein kleines englisches Stadion. Das habe ich gehört. Das uns irgendwann gehört. Ja. Wir sind da in Verhandlungen mit der Gemeinde, aber die Gemeinde und Spielvereinigung, das passt wunderbar zusammen. Mhm. Wir machen auch sehr viel im Ort, auch Sozialprojekte. Wir sind ein Verein in der Gemeinde und nicht der abgehobene Profifußballverein. Ja. Das, glaube ich, kommt auch ganz gut an. Und wenn wir das dann haben, eine eigene Heimat, 80% aus dem eigenen Stall,
einmal ein Festgeldkonto und nicht mehr auf die Schuldenabteilung gehen müssen. Mhm. Der Uli hat immer gesagt, er geht auf die Festgeldabteilung. Ja. Und wenn man denkt, bin ich mal da, wenn ich mal da mit dem Verein mal hinkommen. Aber so lange gebe ich Gas, bis man einmal Festgeld kann. Leider sind es Negativzinsen, aber die schluckt man dann auch. Ja, also das muss das Ziel sein, wirtschaftliche Stabilität, sehr viele Sozialprojekte, ein eigenes Stadion und dann am Fußball mit Attacke mit Hirn. Und dann bin ich glücklich. Und irgendwann fange ich jetzt schon ein bisschen vorzubereiten, dass man auch uns breiter aufstellen. Wir müssen weg, dass immer nur One-Man-Show schwabelt. Das kann nicht funktionieren, sondern wir bauen jetzt schon eine Struktur auf. Ich habe jetzt einen Philipp Muschel zum Beispiel, der hat sich als Junge, also wir wollen jetzt nicht nur Spieler entwickeln, sondern auch rundherum in der Struktur, in der Geschäftsstelle. Wir brauchen da Leute, die genauso denken, die halt anpacken. Aber das ist ja schön, du bist ja auch der Unternehmer-Schwabel. Ja? Also das heißt, du betrachtest ja den Verein jetzt schon als ein mittelständisches Unternehmen und du brauchst halt dann so gewisse Strukturen, die du jetzt im Grunde mit Sicherheit analysiert hast und sagst, der passt da. Das müssen ja Leute sein, die passen. Aber einer, der natürlich wunderbar passt, ist der Sandro Wagner. Also wie hast du den gekriegt? Den haben sie uns vor die Tür gelegt, eigentlich. Weil der Sandro hat bei uns auch gefragt. Echt? Ja, der Sandro ist gekommen und hat gesagt, er möchte im Nachwuchsbereich was machen. Hat er, seine Historie kennen wir ja. Ja, klar. Wohnt er in Haching? Ich habe mir vor 3 Jahren Zufall mal in einer Arztpraxis getroffen, da war meine Mama wieder dabei, irgendwie verfolgt. Das war ein Karim hat's entdeckt, nicht mit mir, hat es in einem Fußball eingelegt. Aber da war der Sandro Wagner auch da hin und da. Und da ist mir schon aufgefallen, wie normal, wie bodenständig der ist. Da war er ja noch Profi. Man wollte ja immer zu meiner Mama gleich und so weiter. Und ein Riesenfußballer, genau. Riesenfußballer, aber er hat sich erarbeitet. Ja. Der hat am Anfang wahrscheinlich auch gemeint, das geht von der Leute. Das hat er mir mal verzeiht. Und irgendwann hat er gesagt, so funktioniert es nicht. Dann hat er alles reingeschmissen. Das ist natürlich, wenn der das jetzt die Jugendlichen verzeiht, natürlich auch nachahmenswert. Ja, also, das ist ja authentisch dann, weil er hat es selber erlebt. Und jetzt war er da und dann haben wir das erste Gespräch geführt. Und da war mir klar, dass man die, also wenn man da nicht zuschlagen, und er hat sich ja dann gegen den FC Bayern, sondern für uns im Jugendbereich entschieden. Das ist ja super. Und ich habe mich dann schon einmal beim DFB umgehört, wie waren das andere so das Jahr? Mhm. Aber die waren alle begeistert, wollten den weiter im Staff haben, in dem Ganzen vom Jugendbereich. Mhm. Und jetzt ist er da und spielt mit der U19 um einen Aufstieg. Das ist ein Geschenk. Bringt halt sehr, ist der eigentlich noch spielerberechtigt? Hat der noch einen Pass oder so? Kann der noch mal wo einlaufen oder so? Ich wüsste nicht, wo er spielen soll. Also, ob er noch einen Pass hat. Der junge Kerl, der soll jetzt seine Trainerkarriere starten. Ja, genau. Und dass er das in Haching, wir haben ja schon sehr viele Trainer rausgebracht. Ja, ja. Wenn du überlegst, wer dann schon von uns, Ralf Hasnettl oder der Manu Bauer. Waren alle da. Und so weiter. Ja, ja. Und der Sandro, ich glaube, dass der hat so einen Ehrgeiz und das gefällt mir halt auch. Der, ist auch international, der war in China. Und ja, aber viel wichtiger ist mir, dass der das Herz am rechten Fleck hat und bodenständig ist. Man nutzt keinen Ex-Profi, der dann umeinander läuft, wie das nichts anderes gibt, sondern der Sandro ist einer von. Ja. Und das ist natürlich schon sehr gut. Und ich denke, dass der, wenn ich dem seinen Ehrgeiz ein bisschen interpretiere, der möchte Bundesliga-Trainer werden. Aber jetzt ist er erst einmal bei uns. Und ich wünsche mir natürlich, dass er noch lange da ist. Ja. Jetzt kommen wir gleich zur Trainerfrage. Mhm. Also schon ein bisschen munkeln ja so die Leute. Du hast also schon da so 3 gute, bekannte Trainer im Auge. Wirst du wahrscheinlich jetzt nicht sagen, aber ist da was dran, dass du also schon jemand hast, der schon vom Namen her dann das Trainerhandwerk versteht? Mein Name ist das eine, aber er muss ja auch dann zum Konzept von uns passen. Man beobachtet oft in Vereinen, man holt einen Trainer, der schmeißt alles um. Also wir wollen einen Trainer holen, der zu unserer DNA passt. Und da gibt es nicht so viel. Ja. Ne? Aber ein paar haben wir schon im Kopf und oft ist die Lösung. Schon Gespräche, oder? Ja, klar. Ich meine, wenn andere in Urlaub fahren, geht bei mir die Arbeit los. Frau, aber die bin ich momentan sowieso nicht in Urlaub, weil ich sage immer, in Oberbayern ist sowieso am schönsten. Ja, genau. Da brauchen wir jetzt nicht fortfahren mit Corona sowieso. Tegernseer Tal, gleich um die Ecke. Ja, da brauchst du überall einmal, oder das ist ein Trauma. Wo sollst du nicht mehr hin, sage ich. Ne? Ich kann immer ein Bild lauer schauen. Ne? Wir sind auch hier und das ist auch wie im Urlaub. Wie im Paradies, sage ich. Ne? Insbesondere unser Biergarten in Haching. Ja. Das ist auch noch ein Thema von Brot aufstellen. Ja, ja. Wir machen ja die Wirtschaft auch selber. Ziel ist es, nicht mehr fremdbestimmt zu sein. Darum wollen wir ja Stadion auch übernehmen. Mhm. Sodass wir einfach alles in der eigenen Hand haben. Und bei der Trainerfrage, oft ist halt vielleicht sogar die Lösung näher, wie man meint. Mhm. Wenn man vor der eigenen Tür schaut, vielleicht ist dann da die Lösung, die eigentlich am besten passt. Aber
Sehr gut, sehr gut. Du musst auch nicht alles wissen. Jetzt kommen wir mal zu deinem Sohnemann, zu Markus. Mhm. Der hat sich auch wahnsinnig entwickelt. Der hat ja schon die Gene von dir, das ist ein riesiger Kämpfer. Also Wahnsinn. Wie schaut es denn da aus? Bleibt der? Ich gehe davon aus. Ja. Der gehört ja daher und der hat ja jetzt natürlich auch jetzt in der letzten Saison als Kapitän natürlich und kommt ja aus dem Jugendbereich, der hat ja auch in Haching. Hat sich auch freigeschwommen ein bisschen vom Papa, oder? Weil ja, das war, intern war das schon immer so. Wir halten ja das sehr stark, nicht Vater-Sohn, sondern Präsident-Spieler. Das muss auch so sein, weil sonst ist er nicht professionell. Aber er ist jetzt, glaube ich, in der Saison brutal aus dem Schatten raus und das freut mich natürlich wahnsinnig und das ist genau seine Arbeit. Und er ist jetzt natürlich auch Papa geworden und er hat sich von der Persönlichkeit natürlich auch brutal entwickelt. Mhm. Und ich denke, dass der, wenn wir jetzt gemeinsam uns das eingebracht haben, dass wir es auch gemeinsam mit auslöffeln. Also ich bin guter Dinge, dass der Markus da an Bord bleibt. Und Stefan Hein? Heino und Stahl, glaube ich, werden das Ding auch nochmal mit rocken. Also ich glaube, die wollen nochmal so eine Story mitschreiben, wie wir sie eigentlich 2017 in Elversberg schon gehabt haben. Ja. Wir haben ja schon mal die Ehrenrunden draht. Ja. Bloß jetzt haben wir eine andere Basis. Damals habe ich fast bei Null angefangen, da haben wir einen Spieler gehabt. Mhm. Wir haben schon einen Kader beieinander, wir haben sehr viele eigene Spieler, wir kommen von der A-Jugend einige raus. Mhm. Wir haben ein paar Top-Talente. Was mir so gefällt an dir, du bist jemand, der einfach geradlinig sein Ding durchzieht. Du hast auch keine, also wenn du vergleichbare Interviews von der Kollegen von dir und anderen vielleicht in höheren Ligen, wenn es um Abstieg geht, wird die nervös dann und was da alles. Du hast gesagt, kann sein, dass wir absteigen, ja, die Chance liegt sogar also bei 50% und so. Dann ist es passiert, aber du hast bis zur letzten Minute hast auch daran geglaubt, dass es anders kommt. Ja? Aber was lernt man denn aus so einer Situation? Also man, da lernt man ja eine Menge. Ja? Also man weiß zum Beispiel, Haching ist immer in der ersten Halbzeit quasi sensationell. Und dann bricht es ein. Liegt es an der Kondition? Liegt es an der Motivation? Es ist ja Wahnsinn, da sind ja auch zum Teil Spieler drin, ja, die schauen ja aus wie Sonderjugend. Ja. Also in der Liga, gerade in der dritten Liga, sind ja mega, mega Brummer drin. Ja. Liegt es an dem, an der körperlichen Verfassung? Oder musst du dann sagen, Mensch, wir brauchen in der Hintermannschaft vielleicht bessere? Oder, erzähl mal, wie baust du so eine Mannschaft aus? Und was hast du da aus diesem Abstieg mitgenommen, wo du sagst, das mache ich zu, die Türen mache ich zu und da habe ich viel gelernt? Ich glaube, die Situation jetzt, das ist ein Mix von vielen, dass wir abgestiegen sind. Mhm. Ich habe es oft gesagt, wir haben da alle unser Backel drin. Die normale Reaktion ist immer gleich der Trainer, schütt und so weiter. Natürlich hat er auch seinen Teil dazu beitragen, das ist klar. Aber was die wichtigste Botschaft ist, darum sage ich, lasst uns vor der eigenen Haustür schauen, lasst uns die eigenen Jungs erziehen, mit Charakter, mit Leidenschaft, weil das merke ich ja dann im Laufe der Jahre, was ich habe. Und wir haben halt bei der Kaderplanung, war es halt so, dass halt immer das Gefühl gehabt habe, die haben nicht zu 100%ige reingeschmissen für den Verein. Und ich habe jetzt gesagt, ab sofort sind keine Einzelinteressen mehr, sondern zählt nur das Projekt Haching. Der Verein muss im Mittelpunkt stehen. Nicht, was an Schwabel passt, an Schromm passt, an Van Lemp passt, an Sandro Wagner passt, das interessiert gar nicht, sondern der Verein muss im Mittelpunkt stehen. Und es darf im gesamten Verein keine anderen Leute mehr geben, die in allen Bereichen alles dafür tun, mit allem, was haben. So, und dann werden wir miteinander Erfolg und Spaß haben. Weil man hat jetzt bei der 21 gesehen, da waren sicherlich die Portugiesen, Holländer, Franzosen technisch stärker. Aber da hat man gesehen, was, wenn eine Mannschaft zusammenhält, also oder Teamgeist, wenn ein Verein zusammenhält, alle an einem Strang ziehen. Ja. Weil wenn einer nicht mitzieht, dann muss er aus dem Zug aussteigen, weil was machst du dann in dem Zug? Ja. Wir müssen alle miteinander diesen Weg antreten. So, und da braucht man Leute, die genau das Ziel vor Augen haben. Und in der Mannschaft ist nichts anders. Und wenn du halt zwei dabei hast, wo halt halber den Zweikampf gehen, ich sage immer, das war früher auch nicht anders, ich will einen Zweikampf gewinnen oder ich will ihn mit der letzten Konsequenz gewinnen. Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Weil wenn ich sage, einer habe ich ihn halt nicht gewonnen, macht ja nichts, der andere wird schon auslegen. Funktioniert nicht. Mhm. Und das muss die Maßgabe sein. Das ist die wichtigste Botschaft. Mhm. Mittelpunkt Projekt Haching, Vision 2025 oder länger. Aber wer nicht alles dafür tut im gesamten Umkreis, den bin ich dann auch nicht besser, aber das ist dann auch nicht mehr unser Mitarbeiter. Und das ist nichts anderes, aber am Fußballplatz, in der Küche und beim letzten Mal habe ich zu einem Koch gesagt, der hat Kartoffeln geschenkt. Der hat das so widerwillig gemacht und sage, das kann es ja nicht sein.
ja, das ist alles ungerecht, ich muss arbeiten. Sag ich, ja, geh halt heim, dann mache ich es selber. Mhm. Weil da schreitet die Kartoffel auch, das kann es ja nicht sein, dass ich nichts mit Leidenschaft mache. Ja, ja. Dann bleibe ich daheim und das müssen wir in jedem Bereich haben. Und dann glaube ich, dass er freien Erfolg hat. Ja. Aber wenn jeder nur froh ist, dass er aufgeräumt ist und eigentlich mag ich gar nicht, und am Fußballplatz. Und nochmal, das ist die wichtigste Erkenntnis. Ja. Und da gehe ich ganz nicht mehr weg. Genau. Mit mir kann man alles machen, aber ich muss warum, alles nicht. Warum Leidenschaft und Motivation so wichtig in Haching ist, da reden wir gleich drüber. Ja, lieber Opa, Entschuldigung. Lieber ja. Mani, Entschuldigung. Ja, du bist so rausgerutscht, du bist der Opa. Das ist ja die Wahrheit. Echt? Ja, das ist ja traumhaft. Ja. Wenn früher die Leute gesagt haben, wirst du einmal sehen, Enkelkinder, die betrachtest du anders und genauso ist es. Ich habe zu Markus gesagt, also so oft wie jetzt die Ella im Auge. Ja, Ella Sophia. Ella. Traumhaft, die schaut natürlich nur mir gleich. Schaut die gleich. Und aber Markus hat gesagt, stimmt. Ja, ich habe, glaube ich, die jetzt viel öfters, wir haben schon gehabt, Lärm, weil wir waren ja nur unterwegs. Aber das ist wirklich so, das betrachtet es ganz anders, weil wenn sie dann zum Lernen fangen, dann kann man sagen, oh, ich habe einen Termin, ich muss weg. Ja, das ist eine wunderbare Geschichte. Und deine Frau ist auch happy, oder? Mit Ella? Die Oma, meine Frau, hört man ja, natürlich, die ist natürlich, das ist echt traumhaft. Und da siehst du erst einmal, was wichtig ist im Leben, wenn ich die Uhr lacht. Andererseits muss man sagen, aber der Job ist auch wichtig. Also man muss das, glaube ich, ein bisschen beides, finden. Ja, beides. Und, ja. Jetzt gibt es ja noch deine Beraterin, Caro. Da hast du ja auch einen wahnsinnigen Nachholbedarf hingelegt. Das hast du gut gemacht. Ja, also ich kenne das aus meiner Tochter. Manchmal ist man dann ganz weit weg und das muss man dann wirklich in vielen, vielen Gesprächen muss man das nachholen. Und das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Nein, das ist, ich habe es ja schon mal gesagt, Caro habe ich, Markus dann Fußballer geworden und so weiter. Und Caro ist ein bisschen hinten nachgelaufen. Und das hat man so in der Seele weht. Und das hat sie mir mal gesagt, die haben mich dann aber entschuldigt. Das ist dann auch nicht immer leicht. Ja. Aber wir haben so eine wunderbare Verbindung jetzt. Aber die sagt es mir schon, früher waren wir auch, was gut läuft, was nicht. Also die hat eine wahnsinnige Menschenkenntnis. Menschenkenntnis und aber wie gesagt, traumhafte Person und halt Herz am rechten Fleck, weil ich sage immer, die Wahrheit darf man immer sagen, ne? Auch wenn es dem anderen gegenüber mal wehtut. Genau. Aber das ist mir zehnmal lieber, als wenn es hinterrum ist. Und ich hoffe, dass ich mit der Caro noch, dass ich es noch oft fragen darf, dass man immer die richtigen Tipps auch gibt. Und ich werde es definitiv jetzt nach und nach immer noch mehr mit einbeziehen, weil wie gesagt, wenn man Menschenkenntnis hat, wir Männer, wir rumpeln gleich mal drauf und Männer, wir wissen sowieso alles, aber die Frauen gehen und vor allem Caro, die geht halt ein bisschen mehr mit. Und sie kann auch manchmal irgendwo deine Sturheit ein bisschen entkräften, gell, die Caro. Das, weil du bist ja schon manchmal, wenn du genau weißt, da ist vielleicht sogar der Abgrund dahinter, du lass dich nicht abbringen. Aber das ist natürlich auch die. Du, der Löw hat sich von der Aufstellung auch nicht abbringen lassen. Aber nein, jetzt einmal im Ernst. Also Caro hat mir von meiner persönlichen Entwicklung den größten Schub mitgegeben. Weil es ist als Witter, das ist nicht immer leicht. Aber du hast dich wirklich weiterentwickelt, das merkt man. Ja? Rhetorisch und nein. Aber jetzt mal zurück. Jetzt erzähl dir mal eine Geschichte. Wir waren ja Sponsor von Unterhaching. Da warst du noch nicht bei Haching. Ja? Und dann war, ich weiß nicht mehr, wie der Spieler geheißen hat, auf alle Fälle ist dem seine Freundin abgehauen. Und das war, ich weiß nicht, ob es der Oberleiter war, irgendeiner. Und das hast du einfach gemerkt, dass es in der Mannschaft nicht stimmt. Dann bin ich in die Kabine gegangen und dann habe ich ihm gesagt, jeden fragt, wie viele Punkte machen wir heute? Ja, wie viele Punkte macht ihr? Drei. Und dann irgendwo bin ich an den Kummer und der hat irgendwie gewackelt. Einfach gewackelt. Und das hast du gerade vor ein paar Minuten richtig erzählt. In der einer irgendwie nicht, weißt du, das zeigt sich vielleicht im Laufpass, das zeigt sich im Denken, das zeigt sich im Pass, das zeigt sich in allen Dingen. Und dann haben wir den so, also wirklich auch damals die Mannschaft, wir haben den so weit gebracht, dass der auch gesagt hat, drei Punkte. Und das waren dann auch drei Punkte. Also das ist so wichtig, dass man an einem Strang zirkt. Aber dafür ist ja eine Mannschaft da, wenn man merkt, dass einer ein bisschen hängt, dann muss ich für den da sein. Aber auf der anderen Seite kann ich wieder erwarten, wenn ich mal oder der mal hängt. Aber dann bist du schon auch gefordert, Manni, weil du hast da einfach das Gefühl. Und wenn du zu jemandem hingehst und mal dem auf die Schulter schlagst und sagst, gut warst du, dann ist das ist wie,
wie Vitamin, gell? Oder wenn du einfach sagst, das geht nicht. Und das ist auch wichtig, dass man auch gerade als Präsident und gerade als Unternehmer muss man auch mal hart durchgreifen. Ja? Ja, weil klar, ich meine, wie gesagt, wir waren beim Wirtschaftsunternehmen, es sind natürlich andere Herausforderungen. Wie gesagt, nur der Sport, ich war einfach in den letzten 2-3 Jahren durch die wirtschaftlichen Themen warst nicht mehr so weit weg. Aber das ist eigentlich meine ureigenste Stärke, dass ich halt einfach sehe, wenn einer ein bisschen wackelt oder wenn er nicht alles gibt, da bin spürst ich dann gleich du, da, spürst das spüre ich. Dann gehst du hier und dann kannst du sofort, also wie ein Medizinmann, da kannst du sofort wieder. Ja, jetzt haben wir ein paar Stärken und Schwächen. So, ja. Jeder muss seine Stärke da bringen, so ist es in der Mannschaft. Fußball spielt genau solle. Ja, aber was eine neue Erkenntnis ist von vorher, gut, dass wir nochmal draufbringen. Ja. Fußball spielen können sie alle, klar. Aber die Fitness, die Vitalität, das ist mit der entscheidende Punkt, weil sonst kann ich meine Leistung nicht abrufen. Auch die Ernährung. Wir legen immer mehr Wert darauf. Oder auch, dass ich einfach sage, okay, ich habe morgen ein wichtiges Spiel, dann darf ich halt nicht vorher trinken oder eben sowas. Also wie ein Arzt oder so. Ja? Also, es geht nicht nur um vor dem Spiel, sondern es geht insgesamt. Und da müssen wir bei den Kleinen schon anfangen. Ja. Meine Schwägerin, die Susi, ist Immunologin und Heilpraktikerin. Ja. Die haben wir jetzt mit integriert, weil immer klarer wird, dass die Vitalität, die Fitness, das ist das Kapital. Ja, ich meine, für alles hat man Geld, für einen Computer, für ein schönes Auto, das muss einmal gewaschen sein, das ist die Öl rein. Auf meinen eigenen Körper schaut man zu wenig. Und vor allem als Leistungssportler muss ich doch schauen, dass ich fit bin. Ich will doch mein Hobby zum Beruf machen. Ja. Und darum sage ich, wir müssen das breiter alles betrachten. Und Vitalität, Fitness, Gas geben, ich sage immer, ohne Fleiß kein Preis. Ja. Und die alten Sprichwörter, wir sind immer so schlau in der heutigen Zeit, aber die alten Sprichwörter, die kannst du immer wieder hervorkramen und das ist einfach die Wahrheit. Und wenn wir da ansetzen, dann glaube ich, hat Haching eine super Zukunft. Naja, und vor allen Dingen, dass eben Haching, die haben ja auch irgendwie eine Auswirkung nach außen. Ihr steht für Werte, ihr steht einfach für, ja, der Name Haching, der ist ja noch in, ich sage jetzt mal, Millionen von Menschen drin. Das ist so. Ja, ja das ist aus der Historie raus schon, wo du nicht dabei warst. Dann auch wir waren damals 12.847 Mal im Fernsehen, weltweit, das muss man sich vorstellen. Und Haching wird eigentlich immer mit Bodenständigkeit, guter Jugendarbeit in Verbindung gebracht. Das gallische Dorf damals aufgestiegen, trotzdem ein paar Mal dann einmal wieder Watschen gekriegt, dann wieder aufgestanden. Ja. Solange ich da bin, wir werden immer wieder aufstehen. Ja, klar. Man muss aus den Fehlern lernen, klar. Ja. Und natürlich der Börsengang, muss man schon sagen, mir ist ja mal irgendwann rausgerutscht, am Stammtisch oder irgendwo mal, habe ich gesagt, ein Ziel habe ich noch. Ich mag nicht immer noch in irgendeinem Landkreisteil ein Interview geben, sondern einmal in der Financial Times. Und tatsächlich ist es dann so gekommen, aber das war damals aus dem Ding raus. Oder im Handelsblatt. Und der Börsengang, das war mutig, aber das steht auch für Haching, innovativ, mutig, einmal das Herz in die Hand nehmen und nicht immer alles machen, was die anderen machen. Weil damals die Frage war ja, warum hat das kein anderer nach Dortmund gemacht? Mhm. Sag ich, da müssen jetzt alle Vorstände fragen, ein ganzes Ding, ich weiß es nicht, aber es gibt kein Gesetz, das wir nicht machen dürfen, weil man Drittligist sind oder jetzt Regionalligist. Weg war richtig und man muss immer schauen, wie es weitergeht. Man muss sich weiterentwickeln, nicht nur als Person oder als Persönlichkeit, sondern auch als Verein oder als Unternehmen. Mhm. Man muss immer schauen, was macht Sinn, was nicht. Aber man darf halt auch nicht beratungsresistent sein. Und nochmal, da hat mich Caro schon auf den richtigen Weg gebracht, weil ich war schon ein Sturkopfer. Mhm. Jetzt die neue Mannschaft. Sind es alles Eingewächse oder habt ihr auch ein bisschen so was ausgeliehen? Oder, weil ihr habt ja das Thema Torwart, der ist ja nicht mehr da. Der war ja ein guter Torwart, also überhaupt keine Frage. Aber dein Ziel ist es ja aus der eigenen Mannschaft heraus, junge Spieler. Ich meine, Haching ist ja sehr jung, die Mannschaft. Ja. Wie habt ihr es mit der Torwartgeschichte geklärt? Also Nico ist ja im Winter nach Salzburg gegangen, die machen es jetzt zur Nummer 1, war für uns wirtschaftlich absolut notwendig, aber da hat man auch gesehen, wenn es die Jungen einschmeißt, wenn es mengen, das war damals kurz vor dem Börsengang, haben alle gesagt, jetzt der hat den Erfahrenen weg und der hat seinen Jungen ein, sagen, ja genau, das machen wir, dann hat er gleich ein bisschen Batzt am Anfang und dann hat er sich aber entwickelt jetzt, also hat er uns wirtschaftlich wahnsinnig geholfen jetzt im Winter. Ihr habt glaube ich 2 Millionen bekommen, oder? So nicht ganz, aber so. Der ist auch nach Salzburg gegangen, wie der Karim. Da habe ich natürlich einmal einen Rundumschlag gemacht im deutschen Fußball, weil ich gesagt habe, es kann ja nicht sein, dass alle Top-Talente ins Ausland gehen müssen. Und die ersten Zweitligisten, da sind für die Top-Talente kein Platz. Aber ist egal, es ist jetzt so, der ist in Salzburg. Und wir werden einen 17-Jährigen, wollen wir dann
zweiten Nico Mantl aufbauen, aber das ist jetzt noch ein bisschen früher, der war jetzt auch verletzt. Darum haben wir uns jetzt mit Thomas Regensburg, das geht ja auch noch zum Großraum München mit dazu, die Oberpfalz haben wir einen ausgeliehen und parallel bauen wir den jungen Hannes Hellmeier auf und ich hoffe, dass der dann ein Jahr später soweit ist, dass er dann drinsteht, hoffentlich dann in der dritten Liga. Wie groß ist der neue? Wie groß ist der? Von Regensburg, der. Da ist er nicht mehr, dem habe ich kein Foto machen lassen. Also der ist, glaube ich, 1,97 so. Ja. Ein Hagelburner, den müssen wir jetzt noch ein bisschen fit machen. Ja. Und dann, glaube ich, der passt vom Charakter super. Und wir haben ein bisschen den Mix jetzt zwischen Erfahrenen und Jungen. Das ist, muss ja die Maßgabe sein. Nur mit Jungen geht es natürlich auch nicht. Nein. Du brauchst ein paar Ankerspieler, du brauchst ein paar Pflöcke. Und wie gesagt, wir sind nicht Angst und Bang vor der Zukunft. Ob es im ersten Jahr gleich klappt, weiß ich nicht, aber wir werden so lange Gas geben, dass wir möglichst schnell wieder um sein natürlich. Also wenn man mal schaut, was du jetzt in dieser Zeit, wo du Präsident bist, du hast ja damals den Verein schon auch in einer kritischen Lage übernommen, muss man mal so sehen. Du hast da große Schuhe angezogen, die zwischenzeitlich super passen. Ja. Du hast vieles gemacht, gerade im unternehmerischen Bereich. Du bist praktisch auch jemand, der mit den Medien sehr gut kann, der sehr gut rüberkommt in den Medien. Du bist irgendwie, ja, nicht nur aufgrund deiner Profikarriere, einer der wenigen, der also bei Nürnberg gespielt hat, bei 60 gespielt hat und bei Bayern gespielt hat. Das ist ja schon dein Kapital. Ja? Und du bist auch Vorbild. Du bist wirklich Vorbild und muss einfach mal sagen, großes Kompliment, was du aus Haching gemacht hast. Dass ihr jetzt einmal runtergetaucht seid, ist schon mal gut. Warum? Weil da kann man jetzt einmal ganz neu beginnen. Und du hast immer gesagt, 23, 25. Und ich glaube, da packst du das auch. Und ich kenne dich zu gut. Du hast einen wahnsinnigen Ehrgeiz, du hast eine Leidenschaft. Du bist der Hund. Ja? Also du gibst da nicht auf. Und in deinem Köpferl ist schon noch drin die erste Bundesliga, bin ich mir schon sicher. Aber ich könnte mir das vorstellen, dass das einfach ein Weg ist, wo man braucht natürlich Glück dazu. Fußball ist auch immer ein bisschen Glück. Immer ein bisschen kommt ein riesen Lattenschuss und dann denkst du, Mensch, 5 cm drunter war er reingegangen. Aber das ist halt dann Pech. Aber das Glück, man kann sich erarbeiten. Ich sage immer, bei meinem Spruch, Glück des Tüchtigen. Ja. Und da müssen wir einfach dran arbeiten. Aber ich sage schon, das ist. Ich bin brutal motiviert und ich glaube auch, jetzt, wenn wir nochmal auf die Aktie kommen, die ist ja nicht weit runtergefallen, aber ich glaube, dass wahnsinnig viel Wachstumspotenzial jetzt da 100 ist. Pro. Auch wegen Infrastruktur, wegen Stadion. Es geht ja nicht immer um den Fußball. Nochmal, wenn wir schon an der Börse sind, wir müssen es breit betrachten und da gehört alles ein bisschen mit rein. Und ich glaube, da sind wir auch gut beraten und ich glaube, und dann haben wir alle Spaß dran. Und ihr werdet auch, sagen wir mal, die Regionalliga wird sich jetzt bereichern. Also da werden wahnsinnig viele Zuschauer da sein, da bin ich mir sicher. Und mit jedem Gewinn der Mannschaft wird das auch Ruckel auf die Aktie geben. Also bin ich mir sicher. Ja? Und vor allen Dingen, man muss einmal daran denken, Manni, dass du mal wieder neue Aktien rausgibst. Ja? Weil die neuen Aktien sind ja immer verbunden mit deiner Vision. Du bist zum Visionär gereift. Das muss man schon mal sagen. Du sagst, das ist meine Heimat, da bin ich daheim. Du hast persönlich dich auch engagiert, auch wirtschaftlich stark. Du sagst, das sind meine zwei Beine, da stehe ich wie der Einser und das ist schon toll. Also ob Manni oder Unterhaching, ist wurscht, jeder, ihr seid Zwillinge. Also trotzdem, dass immer ein Kampf ist auch, aber wie gesagt, das Leben ist nicht immer ein Wunschkonzert. Ja, klar. Oder ist auch nicht immer nur Licht, sondern auch Schatten, aber es macht nichts, wenn man mal wieder nicht an der Sonne ist, sondern wenn er im Schatten ist, dann kann man wieder innen gehen und dann, oder wenn man unten ist, dann kann man am Berg wieder raufgehen. Ja. Aber eigentlich schon mein Traum, muss ich sagen, da bin ich schon sehr dankbar, dass mir der liebe Gott da verschlagen hat. Und jetzt sind wir wieder beim Fronleichnamsprozession. Und vielleicht war das der Beginn jetzt auch. Das ist meine Leidenschaft, mein Traum und ich gebe so lange Gas, es darf es glauben, bis wir da sind. Das und was uns alle vorstellen, nicht nur was mir vorstellen, sondern alle Aktionäre, die Mitglieder, die Angestellten und auch die Gemeinde. Wir sind ein Verein der Gemeinde Unterhaching und nicht ein Profifußballverein, der halt zufällig in Unterhaching ist. Das muss ich nochmal ganz klar betonen. Und nur so funktioniert es ja. Für was anderes stehe ich ja nicht. Also das muss breit sein, wir müssen am Boden bleiben. Aber wir müssen immer die Wirtschaftlichkeit im Kopf haben, sonst kämen wir auch nichts für soziale Projekte da. Also wir wollen schon auch, ich hoffe, dass der Karim einschlägt und wenn es einen großen Transfererlös geben sollte, dann werden wir auch sicherlich ein bisschen was weg da und auf andere schauen und nicht dann nur
nicht nur am Festgeld lassen, sondern auch nah hinschauen. Wir haben ja die Sozialstiftung Haching schaut hin, und da muss man hinschauen, und das haben wir bisher immer da und das werden wir noch verstärkt machen. Ja. Jetzt komme ich schon nochmal auf den Sandro Wagner. Kann das sein, dass der in deinen Trainerplänen auch eine Rolle spielt? Ja. Sehr gut. Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Warum? Weil der würde natürlich auch vieles bewegen, unter anderem auch einen Aktienkurs und vor allen Dingen auch als Vorbild in der Mannschaft. Also ich hoffe, dass du das hinkriegst, dass der Sandro Wagner der neue Trainer wird vom Regionalmannschaftsteam Spielvereinigung Unterhagen. Lieber Manni, vielen herzlichen Dank für das offene Gespräch. Gerne. Und hat immer Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Toi, toi, toi. Viel Glück. Und danke. Du bist der ganz Große und du schaffst es. Also, liebe Zuschauer, das war das Gespräch zum Thema Fußball mit Manni Schwabel. Wir sehen uns wieder beim nächsten Brennpunkt. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Ja, und wie gesagt, passen Sie auf Haching. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy.